Tag, Terranerinnen und Terraner. Tag. Willkommen, lieber Volker. Hallo, lieber Martin. Du, schön, dich wiederzusehen. Ja, finde ich auch. Ganz großartig, ja. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Ja. Ja. Du hast was mitgebracht. Richtig, ich habe die neue Sohl mitgebracht und die wollen wir uns mal jetzt gemeinsam etwas anschauen. Als erstes muss ich mal Abbitte tun. Okay. Ich bin ja auch Mitglied der Peri-Rodan-Fanzentrale. Ja. Aber ich habe vergessen, denen meine Abbuchungserlaubnis zu geben. Jetzt habe ich die letzten zwei Souls nicht bekommen. Das ist natürlich unverzeihlich. Das ist absolut unverzeihlich, ja. Aber die wissen auch schon Bescheid und es ist auch schon abgeschickt. Und, okay. Ich kenne dieses Heft also nicht. Ja, ich habe auch bisher erst einmal durchgeblättert. Ja. Das heißt, du bist eine Fastpremiere. Richtig, genau. Fastpremiere ist übrigens auch, hinter der Kamera sitzt nicht Christoph. Nein. Das heißt, wir werden heute keine psychedelischen Kamerafahrten mit Toneffekten haben. Hinter der Kamera sitzt niemand. Niemand. Und wir haben auch keinerlei optische Kontrolle über das, was wir hier tun. Richtig. Ja, aber was passieren kann, liebe Terranerinnen und Terraner, Christoph befindet sich im Raum. Also wenn man aus dem Off einen Kommentar hört, dann ist es nicht es und auch nicht Estatuo oder genau. Wer fällt uns sonst noch ein? Dann ist das Christoph. Dann ist es Christoph. Ja. Das wird aber auch groß geschrieben, wie die Superintelligenz. Absolut. Alle. Also. Komm, jetzt genug Quatsch gelabert. Es geht um die neue Sohl 102. Die habe ich auch vor ein paar Tagen erst mit der Post bekommen. Ja, und die wollen wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen was ist denn da anschauen. Als erstes, ne, müssen wir mal gucken. Ja. Kann man das hier hinhalten so? Genau. Ich weiß, dass du im Bild bist, weil ich eben die Kamera kontrolliert habe. Ja. Da steht nämlich drauf, nominiert für den Kurt-Laßwitz-Preis 2021. Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen, genau. An Christina Hacker und ihr ganzes Team. Das ist super. Ich glaube, für langjährige Verdienste. Der Robert Corvus hat das ja auch schon erwähnt. Genau. Ich glaube, wir werden den... die Sparte können wir in die Infobox packen. Ne? Ja, absolut. Ja. Ja. Das ist eine tolle Meldung und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Und vorne auf dem Titelblatt kann man sehen, es geht in erster Linie diesmal um Risszeichnungen. Yay. Unter anderem. Und da blättern wir jetzt mal so ein bisschen durch. Hast du irgendeine Ahnung, wie viele Menschen, die nichts mit Ferrero-Roland zu tun haben, das Video gucken könnten? 50 vielleicht? Maximal. 20. Ja. Risszeichnung ist auch so ein Ferrero-Roland-Ding. Absolut. Ja. Also, zumindest in dem Stil. Das war was, wann habe ich denn angefangen zu lesen? 2017 fing das an mit dem Heftehaufen. Ja. 2011 habe ich angefangen zum Weltkorn-Rodan zu lesen. Ja. Und ich habe das immer als so ein bisschen altbacken empfunden, weil so eine Risszeichnung ist ja so ein, ein aufgeschnittener Kugel. Aufriss eines Raumschiffs. Genau. Ja, genau. Und das habe ich so im Star Trek-Universum noch nicht gehabt und ja, es gibt das bei Darling Kindersley, weil für die neuen Star Wars Sachen, da gibt es sowas schon mal ein bisschen irgendwie, aber so wirklich klassisch. Aber das ist schon was Spezielles, ganz klar. Ja, das ist, das macht. Und diese Risszeichnungen, die gibt es schon seit vielen Jahrzehnten, die immer wieder in den Peri-Rodan-Heften neu erschienen sind und um dieses Thema geht es jetzt hier in dieser neuen Ausgabe der Sohl. Du hast die Risszeichnungsbände, ne? Das sind ja die besten Risszeichnungsbände, ich habe drei quer raus. Genau, ich habe die Risszeichnungsbände, diese vier, diese klassischen habe ich auch, ja, und da überlege ich auch, ob ich da vielleicht mal demnächst ein kleines Video drüber mache. Ich wollte sagen, du solltest überlegen, ob wir das nächste Mal bei dir grillen und dann gucken wir uns die Dinger an. Genau, das wäre super. Und nach den klassischen queren Risszeichnungsbänden kamen mir dann noch zwei andere Bände, und zwar terranische und extraterranische oder extraterrestrische Raumschiffe. Und ich habe aber auch viele Jahre das sogenannte Risszeichnungsjournal abonniert, wo auch immer wieder die neuesten Risszeichnungen nicht nur zur Peri-Rodan-Welt, sondern auch zu Star Trek und anderen Universen veröffentlicht wurden. Gibt aber vieles auch davon mittlerweile im Internet. Die Risszeichner haben eine eigene Seite. Ja. Infobox, ne? Genau. Packen wir in die Infobox. Wenn ich es nicht wieder vergesse. Genau. Richtig. Christoph, schreibst du eigentlich mit, was wir in die Infobox packen wollen? Bestimmt. Gut. Also, genau. Es war Christoph, wenn wir es nicht gemacht haben. Ach so, sollen wir nochmal darauf hinweisen? Ja, warum denn nicht? Ich bin da aber wirklich ganz nicht objektiv, ne? Ist egal, aber trotzdem. Diagnose F, das haben wir jetzt viele schon gehabt, dieses hübsche Buch. Herausgegeben von Uli Bendig und Michael Tinnefeld. Diagnose F, Science Fiction trifft Psyche. Mhm.
Ich habe da ein Kurzgeschichtlein zu beigesteuert, deshalb sage ich, ich bin da nicht ganz objektiv. Trotzdem, wenn ich objektiv wäre, es ist immer noch ein wunderschönes und tolles Buch, das es als Paperback, Hardcover und E-Book bei P-Machinery gibt. Mhm. Das ist, mir ist das Thema sehr wichtig und es ist mir auch wichtig, dass das in so einer Nischenliteratur erscheint. Ja. So, komm, lass uns lesen. Ja, Christina Hacker schreibt ein Editorial. Genau. Richtig. Ja. Das, ne, wenn in dieser Sohle eine Rechnung liegt. Den Zettel habe ich dann jetzt drüber lesen. Ja. Ja. So, dann kommen die klassischen Rückblenden erstmal wieder. Na, erstmal kommt hier, der Nils schreibt was zur Situation der Periodenfenstertreiber, wie immer. Ne? So allgemeiner Überblick, wie sieht die aktuelle Situation aus? Ist halt irgendwie auch ein Clubmagazin, gehört da rein. Eben. So. Ganz genau. Ja. Ne? So, dann kommen die Reflexionen über den Mythoszyklus. Ich sage da immer, das ist der Teil, weswegen ich die Sohle nicht habe. Nicht, ich auch, sehe ich auch so. Ist, ja, aber trotzdem, der Matthias Hettler macht sich da immer Arbeit und schreibt zu jedem Heft, was wir überblättern, das einfach. Ja. Reflexion über den Karotarchenzyklus, auch von Matthias Händler. Ja. Schöne Zusammenfassung. Alle Titelbilder kann man sich nochmal angucken. Fundiert, aber genau. Ja, ich tue das über Blogs oder Internetvideos. Genau. So, da, was? La Mara da Arki. Ja, da geht es um die Akonidensprache. Ja, ist die wirklich mal ausgearbeitet worden vom Rainer Kastor? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Okay. Und ich habe den Artikel auch noch nicht gelesen, also da geht es um dieses Thema. Ist ja Teil 2. Teil 2. Aber der Herbert hat mir gesagt, er liefert die mir fehlenden Hefte nach, dann kann ich auch. Okay, ja gut. Okay. Die akonidische Sprache. 1, 2, das sieht so aus, als wären da einzelne Worte erklärt. Mhm. 2 Seiten und ein bisschen über akonidische Sprache, möglichst. Also nicht wirklich bebildert, da sind 2 Akoniden drauf. Da ist sehr viel Text. Sehr, sehr viel. Ja, gut. Sprache, ne? Ja. So, wie bitte gab es wirklich Periodan-Ballerspiele? Ballerspiele? Ein Versuch auf einer Welle noch schnell mitzuschwimmen. Genau. Allein die Werbeanzeigen sind dieses Magazin wert. Ja, genau. Keine Ahnung, weiß ich aber auch nicht, weil ich mich auch mit Ballerspielen und Ähnlichem nie beschäftigt habe. Nee. War nicht mein Ding oder ist bis heute nicht mein Ding. Periodans Videospiele, November 1984. Gut, da war ich 10 Jahre alt. Ja, ich weiß, dass es das damals, dass es da was gab, weiß ich. Mhm. Aber ich habe mich für diese Nische nie interessiert. Also von daher. Und heute hätte ich, glaube ich. Kann ich da auch nicht viel zu sagen. Müsste man einen Atari kaufen dafür. Ja. Also es ist sicherlich interessant zu lesen, aber nicht meine Erfahrung. Ja. Die dritte Macht, ein Fanzin für die Ohren von Markus Regler. Ja. Was ich total schön finde, weil die dritte Macht ist ja der Podcast von dem Team um Raphael Schottel. Richtig. Genau. Und der Markus Regler ist ja mittlerweile dazugestoßen zum Team von Radio Freies Ertrust. Ja. Ja. Also, dass jemand von dem einen über den anderen Podcast schreibt, das finde ich eine schöne, gute, kollegiale Geste. Ja. Das finde ich, auch. Ist ein Interview. Genau, ist ein Interview. Ja, mag ich. Warte mal, geht das hier irgendwo weiter? Fortsetzung auf Seite 78. Ich mag das nicht. 21 und dann wird er auf 78 fortgesetzt. Okay. Auf der letzten Seite. Ach, ich finde das immer unschön, aber na gut. Nur ist es so. So, jetzt. So, und dann kommen wir hier zum Kern eigentlich Schwerpunkt des Heftes. Läuft die Kamera eigentlich noch? Wir haben ja keinerlei Kontrolle. Ich gehe davon aus, dass sie läuft. Ansonsten haben wir uns nett unterhalten. Das ist auch eine Sache. Genau, es geht jetzt hier um die Risszeichnungen. Die meinst du, die Leute gucken komisch, wenn ich mal kurz aufstehe? Nö, die kennen das ja. Erzähl mal was. Die kennen ja unsere Videos und wissen, grinst sich da hinten ein. Die wissen, wie chaotisch alles ist bei uns immer und von daher. Nö, also läuft. Ich habe gerade eine Signalnachricht von jemandem gekriegt, von einer Kollegin. Ja, dann läuft das ja. Warte mal. Ne, 10 Minuten schon. Mensch, ja, so, jetzt bin ich auch wieder da. Alles gut. Ja, also Risszeichnungen und hier oben in der Ecke, ne, da ist dieser erste dieser bekannten alten Risszeichnungsbände, wo wir uns vielleicht demnächst auch mal drüber unterhalten und die mal durchgehen. Ja, und das ist jetzt hier quasi ein Abriss und Geschichte zu dem Thema Risszeichnung. Der Risszeichner-Programmpunkt bei der Periodan-Online-Woche, festgehalten von Christina Hacker. Periodan Online-Woche, das hat ja hier das Team um Roman Schleifer. Ja.
hat das gemacht. Und ich werde nie vergessen, wie ich die Perry Rhodan-Hefte damals gelesen habe. Und dann kam ich zu dem ersten Heft, wo eine Risszeichnung drin war. Das war Heft 192, glaube ich. Das war die Kaulquappe. Die Kaulquappe war ja das Raumschiff, was damals das erste Raumschiff war, was die Terraner mit den Argoniden zusammen dann hatten. Und allein dieser Anblick dieses Raumschiffs hat dann unheimlich die Fantasie beflügelt. Fand ich ganz toll. Und das war ja auch unter anderem der Sinn dieser Risszeichnung. Und dadurch bekam die ganze Serie noch mehr Tiefe und man konnte sich unheimlich viel vorstellen. Das sind gigantische Bücher hier, ne? Ja. Erste Risszeichnung Sammelband, Format 420 x 295 mm. Ja. Also das Ding ist 42 cm breit. Ja, das ist so breit, ne? Genau. Ja. So. Und auf der nächsten Seite, um mal kurz zu zeigen, sind dann die nächsten Risszeichnungsbände, die danach auch rauskamen in diesem Querformat. Und ich habe zu Hause alle vier dieser Risszeichnungsbände. Und das Schwierigste zu bekommen war das vierte. Das war also sehr stark vergriffen. Und ich habe das für einen horrenden Preis dann über eBay ersteigert. Einen moralisch eigentlich nicht zu vertretenen Preis. Genau, aber Hauptsache ich hatte den vierten Band. Was mich ja jetzt wahnsinnig macht, ne, sind die verschiedenen Maße. 420x295, 420x290. Tja. Da fehlen 5 mm, die tut man jetzt beim vierten wieder drauf und 420x300. Ja. Das würde mich im Regal verrückt machen, Volker. Echt komplett. Ja. Ich hatte sie bisher übereinander liegen gehabt. Und hier sind die beiden, ne? Terranische Extraterrestrial. Mhm. Genau. Ja. Die habe ich auch. Cool. Ja. Ja. Und dann gab es sogar, genau wie hier, genau, da gab es sogar eine CD-ROM früher damals, wo auf der CD dann auch die ganzen Risszeichnungen nochmal drauf waren. YouTube ist älteres Publikum. Wir müssen jetzt nicht erklären, was eine CD-ROM war. Ne? Nee, ich glaube, das müsste... Das müsste noch bekannt sein. Okay. Ja. Okay, also das ist hier, finde ich auch schön, dass ich war bei der Periode in Online-Woche nicht dabei, aber ich finde das toll, dass das jetzt nochmal in schriftlicher Form hier zu haben ist. Ne? Genau. Ja. Die Entstehung der Tora von Gregor Paulmann. Ja, die Tora ist ja auch ein bekannter Kugelraumer. Guck mal, da sieht man auch mal so Konzeptart, würde genau. man sagen. Ja, das schön. Ist, ne? Ja. Also der Gregor Paulmann erklärt ja offensichtlich reich gebildet, wie sowas in. Ach, das ist ja ganz herrlich. Das ist irre. Das ist ganz toll. Ja. Mhm. Technische Daten und womit das gemacht hat und was er dafür braucht, gibt er genau also diesen Stift und den Radiergummi. Also diese Risszeichnungen, die sind wirklich nur zu bewundern. Ja, ja. Risszeichnungen geben der Welt einfach ein gutes Stück mehr Glaubhaftigkeit und Tiefe. Ein Interview mit Verena Themsen. Ja, bin ich gut. Gesundheit? Ja. Danke. Ja. Gerne. Und jetzt? Die Entstehung der Risszeichnung in Nesbitt Breck. Da erklärt also der Marc Fleck, wie er es macht mit Reinzeichnung und Vorzeichnung. Und also auch wieder so ein Blick hinter die Kulissen. Das finde ich total schön. Ja, also auch nochmal kurz hier zeigen, damit man das sieht. Wirklich toll dargestellt und sehr ausführlich beschrieben. Richtig klasse. Also wenn man bis jetzt von Risszeichen noch nicht allzu viel gesehen hat, spätestens jetzt kriegt man Lust. Ja. Upgrade einer alten Risszeichnung. Super. Großartig. Und hier ist Georg Jürgens, ne? Ja. Den hast du irgendwie... Den habe ich sogar mal persönlich kennengelernt in Düsseldorf. Mhm. Genau. Und er hat mir mal gezeigt, weil wir quasi Nachbarn waren in Düsseldorf, wie so eine Risszeichnung entsteht. Ah, cool. War super interessant. Cool. Ja. Auch das ist ein großes, mehrseitiges Interview. Das ist das Risszeichnungsjournal. Das sind die Journale, die ich auch früher abonniert hatte. Die kamen viermal im Jahr raus. Und hier wurden dann quasi passend immer zur aktuellen Periode-Handlung, wurden die allerneuesten Risszeichnungen, bevor die teilweise sogar in den Heften erschienen, in diesen Journalen dann quasi rausgebracht. Aber wie gesagt, nicht nur zur Periode, sondern auch zu anderen Universen. Star Wars oder was anderes. Cool. Ein Leben mit einem Unikum. Erinnerung von Katja Bruck zum 100. Geburtstag ihres Vaters Johnny Bruck. Genau. Johnny Bruck ist auch so eine... Ja. Da kommt ein ganz toller Artikel über Johnny Bruck. Genau. 4 Seiten mit Bildern. Ja. Ein Glas Whisky gehört ja dazu. Ja. Das geschrieben von der Tochter von Johnny Bruck. Mhm. Sehr bewegend. Also, ja.
Ja, das werde ich auf jeden Fall, sobald ich das nachgeliefert kriege. Klasse. Das werde ich als erstes lesen. Ja. Johnny Bruck finde ich ja. Ja, das ist. Super. Also nichts gegen die modernen Zeichner, ja. Nee, Sven Papenbrock und Alfred Kelsner und nein. Und Johnny Bruck ist Johnny Bruck legendär. Ist Johnny Bruck, Bums. Ja, genau. Das Sternenrad von Stefan Wepil. Stefan Wepil ist ja ein Fan-Künstler, Hobby-Künstler, der sehr schön Bilder per Hand macht, der sich da die Welten ausdenkt. Den haben wir auch schon mehrfach getroffen, cooler Typ. Ja. Und der schreibt jetzt hier etwas über ein faszinierendes Gebilde aus dem Mythos-Zyklus. Richtig, das Sternenrad. Das Sternenrad. Ja. Das sieht auch klasse aus. Ja, wobei die Bilder von Christina Hacker dann nach Skizzen von Stefan Wepil. Vielleicht nochmal kurz gezeigt, ne? Das sieht dann so aus. Das mobile Sonnensystem. Genau. Ja. Ja. Auch recht ausführlich. Das, wir haben den ja mal besprochen und der hat ja gesagt, er macht sich da immer echt Gedanken drum. Ne? Ja, eben. Christian Lehner, Darsteller von queeren Charakteren in Perry Rodan. Mhm. Ich glaube, das Thema gab es so noch nicht, oder? Nee. Trotz aller Modernisierung und Aktualität gibt es in der Perry Rodan-Serie noch keinen wirklich schwulen Handlungsträger. Das stimmt. Ja. Das wirkt sehr anachronistisch. Das stimmt. Mhm. Ja, und dann gehen sie Volz und Früher, die Vilcek-Ära und die Feldhoff-Ära durch. Ja. Vorläufiges Fazit, komm, das können wir gerade verlesen. Leider gibt es bis zur Ära der jetzigen Exposé-Autoren mit Ausnahme der Figuren Stendhal Navajo und Dendara keine queer Identifikationsfigur, die über einen kurzen Auftritt hinausgeht. Bei all der Modernität, die Serie hat, finde ich es überfällig, dass sich dies ändert. Ein geradezu klassischer Kandidat wäre einer der neuen Mutanten. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Mhm. Ja, klar. Ja. Mhm. Ja. Und dann kommt? The Winner is. Das ist nämlich der Uwe Herrmann. Ja. Der für seine wirklich ganz großartige Kurzgeschichte Internet der Dinge den Kurt-Laßwitz-Preis bekommen hat. Mhm. Wenn ich jetzt nochmal aufstehe, denken die Leute, wir sind überhaupt nicht vorbereitet, oder? Wir sind sowieso nicht vorbereitet. Nee, das ist nämlich ein gutes Buch. Warte, ich zeig dir das gerade, Volker. Moment. Ah, okay. Ja. Gut. In einem gut sortierten Haushalt, zack, weiß man, wo es ist. Schon ist es da. Da, bitteschön. Das ist das. Ach, nicht, dass ich hier nicht gerne um den Hals falle, ne? Aber. Dann erzähl mal. Und zwar Uwe Herrmann, Der Raum zwischen den Worten, eine Kurzgeschichtensammlung, wo er, Originalausgabe 2019, das Internet der Dinge, Vorwort von Ronald M. Hahn. Und dann sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 oder 14 Geschichten, ich habe mich ein bisschen verzählt. 14 wirklich wundervolle Kurzgeschichten drin über ein Alien, das an der Tankstelle nachts landet und eigentlich irgendwas einkaufen will. Und über einen Toaster, der mit der Kaffeemaschine sein Herrchen rettet und... Aha. Total abstruses Zeug. Das sieht ja super aus. So abstrus wie das Cover. Mhm. Hier müssen wir da jetzt Werbung drunter schreiben. Nee, ist mir egal. Ich finde das einfach gut. Ja, müssen wir nicht. Ja, müssen wir nicht. Machen wir auch nicht. Ja, und dieser Artikel ist geschrieben von Norbert Fix, ne? Kurz noch erwähnt zu diesem Thema. Und ja, sehr schön. 40 Jahre Kurt-Laßwitz-Preis. Ja, da kommen dann. Was haben wir denn hier? Achso. Genau. Genau. Grüß vom Sternenbiest bekam 1998 den Deutschen Science-Fiction-Preis. Ja, also von Robert Feldhoff. Genau, 2020 bekam Andreas Eschbach für Das größte Abenteuer den Preis. Ja. Und für das Titelbild Welt der Ewigkeit erhielt Dirk Scholz 2013 den Deutschen Science-Fiction-Preis. Also Rodan ist bei diesen Preisen immer gut vertreten. Auch dabei und auch Planetenromane wurden für den Kurt-Laßwitz-Preis. Finde ich interessant, müsste ich mal lesen. Mhm. Ja. Jupp. So, und jetzt kommt wieder. Ne, jetzt kommt quasi ein Ausblick. Heftrückblicke wieder. Heftrückblicke zu Neo, genau. Oder Neo. Das, was ich jetzt selber nicht lese, muss ich dazu sagen. Ja, von Christina Hacker geschrieben, sie möge uns verzeihen. Ja, aber. Trotzdem. Ja, aber sehr, das Schöne ist ja an der Sohle, dass er für jeden was da macht. Ja, eben. Genau. Sehr ausführlich und umfassend. Mhm.
Ich müsste ja jetzt ein drittes Mal aufstehen. Nee, bleib mal sitzen jetzt. Meinst du? Ja, ja. Ach, du meinst mit dem Sternenwesen? Ja, ja. Ja, ja, dann musst du holen. Weißt du, was das ist? Ja, ein gutes Haus verliert nichts. Ja, okay. Komm. Ja. Du, also, ich habe die Zeitung wirklich vorher noch nie gesehen. Ja. Wenn du mir dazu in die Hand drückst. Ja, jetzt kommt nämlich ein interessanter Artikel mit dem Thema Betrachtung zu dem Perioden Space Thriller. Und da gab es ja bekannterweise, lass mich nicht lügen, 4 Stück. 4. Hab's gerade gesehen. Tolle Bücher. Ja. Ja. Und ich muss zugeben, das erste davon habe ich natürlich auch damals verschlungen. Und das ist? Ja, pass auf. Die erschienen in dieser hübschen Ausgabe beim Möwig Verlag. Ja. Ja, längst vergriffen, kriegst du nur noch genau. Bei Antiquariaten. Genau. 4 wunderschöne Hardcover. Das war sogar ein Mängelexemplar. Also eine Remittende. So habe ich es, glaube ich, auch gelesen damals. Ja, genau. Ja. Also so kam das raus. Mhm. Was steht denn drin? 97. Ja. So, und dann waren die ja lange vergriffen. Mhm. Und dann hat der Perry Rodan Verlag dieses hübsche Experiment gewagt, mhm. nämlich Print on Demand, das wieder aufzulegen. Das sieht klasse aus. In dieser wirklich tollen, ja. die ein bisschen wie die Planetenroman von Sauermund. Richtig. Nur größer. Ja, ne? Genau. So richtig, richtig ja. fetter, ja. richtig fetter Braten. Mhm. Finde ich richtig gut und ich wünsche diesen Büchern auch Erfolg. Und dieses Cover ist ja auch toll. Ja. Absolut. Ja. Ja. Ich finde das gut, dass sie das aufgelegt haben und dass man das als ja, ja. Papierfreund auch absolut. Ins Regal stellt. Weil gerade dieser Roman war absolut... ja, aber... Der ist Hammer. Ja, der ist hammermäßig. Trotzdem, ja. es ist ja Nischenliteratur. Ne? Ja, ja. Und deshalb finde ich das gut, wenn die das probiert haben mit Print on Demand. Ja, klar. 2018 ist das rausgekommen. Absolut, ja. Ja, und darüber geht es halt hier in diesem schönen, etwas längeren Artikel. Perry Rodan Space Thriller. Ja, und dann kommt eine Geschichte nochmal von Norbert Fix mit dem Titel Noch einmal zum Mond. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch keine Ahnung, weil ich habe es noch nicht gelesen. Mhm. Aber schön die Stardust vorne drauf. Mhm. Und ich gehe davon aus, das ist eine Geschichte nochmal. Was wollen Sie? Sie sollen nochmal zum Mond fliegen mit einer nachgebauten Stardust, wie vor 50 Jahren. Aha. Aha. Okay. Also spielt das auch in der Frühzeit des Periversums. Ja. Schön. Das muss ich also dann auch lesen. Ja. Genau. Ja. Ja, Mythos und Logos. Ja, und jetzt kommt wieder ein Rückblick auf den jüngsten Perirodan-Zyklus Mythos. Ja, der ja mit 3099 dann beendet wurde. Aber so Zyklusrückblicke finde ich persönlich, das lese ich mir durch. Das ja, find ich, okay. Ich finde immer dann die Titelbilder nochmal schön, dass man die nochmal sieht. Und so schwelgen kann. Finde ich klasse. Aber der ist ganz gut auseinandergenommen. Motive der Handlung, Charaktere. Genau. Ja. Höhepunkt genau. und ein Fazit, finde ich stimmig aufgemacht. Mhm. Sagt mir persönlich jetzt mehr zu als ja, einzelne stimmt. Hefte. Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Ja. Und dann hinten wie immer eine schöne Übersicht über die Möglichkeiten, wo man zu Perirodan Stammtischen dazukommen kann aus den einzelnen Städten. Wenn man denn wieder darf. Wenn man wieder darf, genau. Ja, das ist immer die Voraussetzung. Aber da hat man eine ganz gute Orientierung, je nachdem, wo man wohnt, wo man vielleicht mal zustoßen könnte. Das finde ich mal ganz gut. Ja, wobei da passiert ja auch ganz viel im Netz. Ja, natürlich. Ja, gut. Ja. Klar. So, dann haben wir eben schon gehabt hier das Interview ja. von Seite ja. 78 und so weiter. Genau. Eine Werbung zur Fan-Edition 22. Genau, und dann gibt es noch eine kleine Werbung zur Fan-Edition Nummer 22. Von Ulf Hildebrand. Richtig, ja. Separates Buch, auch ebenfalls aus der Perirodan Fanzentrale. Mhm. Ja, und das war's, ne? Sauberes Impressum hinten noch dran, genau. Ehrenmitglieder. Ja. Und hinten nochmal einen schönen Hinweis auf den aktuellen Perirodan Silberband 154. Muss also sagen, wieder ein sehr gelungenes Heft. Mhm. Kann man stundenlang drin lesen, in der Vergangenheit schwelgen oder neue aktive Sachen. Aktuelle Sachen sehen, finde ich immer super toll zusammengefasst. Ja. Und gerade was Richtung Risszeichnung geht, da ich jetzt die alten Bände auch habe und mir nochmal näher angucken will, ein guter Anstoß, um da nochmal etwas tiefer drin zu schwelgen. Also ich finde absolut
zu Recht. Recht, ja. Die Nominierung für den Kurt-Lasswitz-Preis 2021. Und wir drücken alle Daumen, dass das irgendwie auch dann entsprechend gewürdigt wird. Ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Also mein Highlight beim ersten Durchgucken ist der Artikel über Johnny Burke. Ja, absolut. Und wenn der Norbert Hux was schreibt, dann liest man das natürlich auch sehr schnell weg. Ja. Ja, genau. Schönes Heft. Ja. Christoph, hast du noch Fragen? Wer ist Johnny Hook? Johnny Brook, nicht Hook. Johnny Brook, bis wann? Bis 1800? 1800. Bis der großgeschrieben und Trademark genannt, ja. Titelbildkünstler von Perry Rhodan. Ganz genau. Der bis dahin wirklich im Alleingang wöchentlich. Jedes einzelne Titelbild. 1800 Wochen lang jedes einzelne Titelbild. Ja. Und noch teilweise in den Illustrationen. Ja. Also wirklich eine schillernde Figur. Ja, klar, der hat sich auch inspirieren lassen von anderen, klar. Und der hat auch ganz viel Recycling betrieben. Ja. Aber das war immer. Also Perry Rhodan ohne Johnny Brook undenkbar. Nee, nee, in der Form nicht. Ja. Sonst noch, Christoph? Was sind diese Zeichnungen, von denen ihr vorhin gesprochen habt? Risszeichnungen. Risszeichnungen? Ja. Hat die uns zugehört? Ich frag nur. Wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen. Nein, Risszeichnung. Also genau. Du nimmst quasi eine Apfelsine, schneidest die halb auf und machst eine Bleistiftzeichnung davon. Das wäre die Risszeichnung einer Apfelsine. Ja. Genau. Im Prinzip ein Grundriss, aber, doch viel mehr als ein Grundriss. Aber ein Aufriss quasi, weil das Ding aufgerissen ist, du kannst reingucken. Also ein 3D-Grundriss. Ja, genau. Ja, sozusagen. Genau. Sonst noch? Das ist aber eine eigene Technik. Wie lernt man das? Gibt es da Kurse? Das steht hier drin. Das steht alles in dem Heft drin und da kann man sich weiter vertiefen, wenn man möchte. Oh ja, das wäre. Kommt zum nächsten Brühlkon, vielleicht kommt der Gregor Sechlack wieder und kann sich mit dem unterhalten. Ja, genau. Der war beim letzten Mal da. Ist das was Besonderes für Perry Rhodan oder gibt es das überall? Nein, das ist eine Spezialität von Perry Rhodan, ja. In der Form auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen... Gehabt euch wohl, ne? Gehabt euch wohl und wie immer sage ich dann tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.